Okay. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Lass mich doch mal die Folge anmoderieren und das Gamepad in die Hand nehmen. Danke. ja, wir haben jetzt hier gerade ein wenig Stress. Die letzte Folge war auch schon relativ heftig. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es nachher noch hat. Aber... Nicht gut. Kann ja gut sein, dass langsam dem Ende entgegengeht. Okay, da einmal. Drax, schlag so fest wie möglich hier gegen die Wand. Warum? Weil wir sonst sterben. Okay. Dankeschön. Wir können durch den Abfluss da entkommen. Bist du verrückt? Das ist hochgiftiges Warp-Kühlmittel. Da können wir nicht reinspringen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich war vielleicht nicht deutlich genug. Das Becken bedeutet den sofortigen Tod. Okay. Was zum... Drax, Mann! Alles okay? Ja. Okay, es ist vielleicht doch kein Warp-Kühlmittel. Scheint so. Das kitzelt. Das ist natürlich schön. Quill, wir müssen darüber reden, dass dein Kind uns umbringen wollte. Baker hat was mit ihr gemacht. Das ist sein... Wir haben den alten Bergbausektor erreicht. Nein, der große Einige hat Liktor-Drohnen in die unteren Gänge geschickt. Die Ketzer wären desintegriert worden. Mistlöcher. Ja. Ich bin Groot. Ja, vielleicht. Aber wenn wir uns verirrt haben, können sie uns wenigstens nicht finden. Wir sind geliefert. Wir haben uns verirrt und wir sind geliefert. Ich muss mich nur orientieren. Ich war noch nie auf so einem großen Schiff. Vertraue deinen Instinkten, Kleines. Naja, immer noch besser als Abscheulichkeit. Du bist ein dummes, kleines Ding. Mein Weg ist versperrt. Sorry, geh ab schon weg. Danke. Die Frage, bin ich ein neuer Groot? Das ergibt keinen Sinn. Ich bin Groot. Ja, du bist derselbe alte Groot. Das war nur eine Halluzination oder sowas. Ich bin Groot. Okay, das reicht leider nicht. Können wir das da drauf stellen? Ah, hier können wir hoch. Okay. Ich bin Groot. Nein, die Matriarchin sah nicht hübsch aus. Drax, irgendeine Idee? Wenn alles andere scheitert, Muskelkraft. Genau. Das hilft dir eigentlich immer. Ich schwöre, Raker wird für all das bezahlen. Hey, Quills Kleine war die, die uns mit dem Strahl grillen wollte. Nikki ist unschuldig, er kontrolliert sie. Ich sag ja bloß, wenn jemand eine Endzeitwaffe auf dich richtet, dann zerstör sie besser. Wir zerstören Peter Quills Nachwuchs nicht. Okay. Auch nicht schlecht. Nicht hübsch, aber selten. Könnten wir hier bitte alles in die Luft jagen, bevor wir uns wieder verabschieden? Dem Mädchen darf nichts passieren. Sehe ich auch so. Ja, gut. Aber irgendwas muss hier explodieren. Nur für meine Nerven. Du kriegst... Mist! Was machen die da? Sie stehen uns im Weg. So viele Türen. Du kennst den Weg heraus, oder? Jetzt schon. Seht mal, da ist Ramsch. Du hast ihn Ramsch genannt? Ja, pass nur auf, er wird uns zu der Funkzentrale führen. Da, das ist unser Ausgang. Okay, okay. Alles klar. Können wir das wegsprengen? Ich denke, wir müssen ja wohl oder übel eh hier durch, ne? Seht mal, diese Idioten sehen uns noch nicht. Mhm. Jungs, hab ich schon erwähnt, wie gern ich mich anschleiche? Hab ich schon erwähnt, wie viel Angst du mir machst? Wir haben keine Zeit, um diese Typen zu bekämpfen. Je schneller wir rauskommen, desto schneller können wir Nikki retten. Du meinst, desto schneller finden wir die Milano? Wir gehen nicht ohne sie. Komm. Danke, Ramsch. Du vertraust dem Ding? Natürlich! Er ist jetzt einer von uns! Genau.
mit Inbrunst! Sie werden einfach immer weiter Waffen schicken. Das ist ein sinnloser Kampf. Bring uns hier raus, Quill. Ich versuch ja. Okay. Ich möchte gern das anvisieren. Gott! Danke. Ah, ohne anvisieren. Okay. Wie konnten wir den einen Raum finden, der anscheinend mit jedem anderen Raum auf diesem Schiff verbunden ist? Es bedeutet, Lauf ist Drax! Ich hab nur versucht, ihn aufzuwecken. Diese verwirrten Seelen wissen nicht, wann Schluss ist. Solange hier keine Dicken dabei ist, ist alles in Ordnung. Die gehen ja noch. Ist auf unserer Seite. Er denkt jetzt, ich hätte ihn gebaut. Mach deinen Frieden. Passt auf, dass ihr nicht die Drohne trefft, Leute. Ich will keinen Kratzer auf seiner wertvollen Außenhülle sehen. Diesem Raum wohnt enorme Macht. Ja, und nur dadurch bleibt das Licht eingeschaltet. Was jetzt, Peter? Ich geh mal in den Nahkampf. Macht dir Spaß, wenn die Schwachen hier auf sind. Dankeschön, das hat sich echt gelohnt. Drax, schleudern! Lassen weiter ihre Mistlichter aus! Was jetzt, Peter Quill? Weg, weg, weg! Flock, kommt her! Zurück! Ramsch wird sein eigenes Plätzchen auf der Milano brauchen. Jemand muss seine Kabine für ihn räumen. Ja, ich wüsste auch schon wer. Mal scannen. Oh, Energiezelle. Wie nett. Nein! Hey! Er sollte doch der sechste Wächter werden! No. Mist, eine Sackgasse. Und jetzt? Da oben. Der Steg ist unser Weg hier raus. Falls wir hier rüberkommen. Flag, wir haben ein größeres Problem. Die Drohne ist zurück. Quill, such uns einen Weg zu dem Steg, bevor wir extra knusprig sind. Peter, sag mir, dass du eine Idee hast. Gamora, kannst du die Säule umstoßen oder so? Was? Nein! Drax, wirf die da um über die Lücke. Jawohl. Okay, machen wir es also. Ich dachte, sie klettert hoch. Nein. Falsche Richtung, Drax. Was soll der Mist, Mann? Drax! Was? Du Fettschädelbedun, das war unser... Spielt keine Rolle, wir haben einen Ausgang. Gehen wir! Ja. Quill, das Ding will unbedingt ein Stück von dir abhaben. Tja, Pech, es ist mein Stück. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das sieht nicht gut aus, Peter. Okay, neue Punkte. Fangen wir, ich glaube, mit einem von euch an. Da ich Quills Fähigkeiten ja doch sehr selten einsetze. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Okay. Wow. Ist das so eine Art Folterkammer? Sie sehen friedlich aus. Der Tod kann sehr friedlich sein. Sieht aus, als wurde ihnen das Leben ausgesaugt. Oder ihr Glaube. Als wären sie überhaupt nichts wert. Okay. Hey. Alles in Ordnung? Ich fühle mich wie auf Halbwelt. Einige meiner Mitexperimente wurden auch so einem Mist ausgesetzt. Die Kree-Wissenschaftler sagten, wir wären auserwählt. Und die haben es geglaubt. Auch dann noch, als sie starben.
Aber du nicht. Ich war einer von den Cleveren. Ich und... Layla. Ich kann mir das nicht ansehen. Hauen wir von hier ab! Ja, verständlich. Es gibt Dinge, über die wir reden müssen. Dafür ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Naja. Ich habe genug von diesem Albtraum. Hoffentlich ist eine Funkzentrale in der Nähe. Ramsch hat uns hierher geschickt. Er hat uns in eine Sackgasse geschickt. Für ihn war es keine Sackgasse. Naja. Hoffen wir mal, dass Drax Abkürzung in dieselbe Richtung führt. Ja, eine Abkürzung. Hm? Hat man jetzt da hinten auch noch Loot? Ne, wir können aber leider nicht mit dir reden. Nö, das sieht nicht so aus. Okay, ich dachte, hier geht's irgendwo weiter. Alles klar. Da? Na, ich kann es noch nicht scannen. Dann lass es mal durch. Ich werde für jede Personenbatterie hier eine Kugel in einen dieser Flager jagen. Das sind aber viele Kugeln. Ich hab genügend. Zerquetsch die Drax. Ja, wahrscheinlich kommen noch mehr. Besser ist besser. Was kommt ihr denn so? Ich hab nichts gehört. Der Cosmo muss davon erfahren. Leute, Gruppe bilden. Machen wir es jetzt mal, ne? Ich bin Groot. Ich weiß, als würden sie wollen, dass ich sie hochjage. Und ich muss zugeben, immer wenn sie zerplatzen, gibt's ein wirklich hübsches Muster. Wir können heute nicht verlieren, Quill. Die werden uns da draußen verdreschen. Und wisst ihr warum? Weil wir versuchen, fair zu kämpfen. Was? Aber in dieser Galaxie gewinnst du nicht, wenn du fair kämpfst. Wir werden es diesen Losern mit gleicher Münze heimzahlen. Wer ist dabei? Das war du das verstehst es, Team Peter. Okay, das hat wohl funktioniert. Gut. Ich muss wissen, wo Raker hin ist. Er wird das hier nicht überleben. Er muss vieles verantworten. Diese Typen sind im Prinzip Weltraumvampire, oder? Nur dass sie kein Blut saugen, sondern glauben und in ihrem unheiligen Tempelschiff herumfliegen. Mir ist egal, was sie sind. Sie werden sterben und Schluss. Ich mach Kopf und Prozess mit diesen irren Kultisten. Jo. Wer ruft meinen Namen? Dread, bleib im Kampf! Was ist Ihr eigentliches Ziel? Erzwungene Indoktrination der gesamten Galaxie? So viele wie möglich werden konvertiert, der Rest wird eliminiert. Dann werden alle zurückgebracht. Cosmo muss davon erfahren. Es ist viel schlimmer als gedacht. Ich weiß nicht recht, was der Köter dagegen unternehmen könnte. Da steht doch mein Name drauf. Hier gibt's Gratisunterricht. Dieser Glaubensfanatiker endet ja am Spiel. Das war ein gutes Gefühl. Mal sehen, wo wir sind. Sehr gut. Mal da oben schon spazieren. Hier sind wir leichte Beute, wenn die genug Truppen schicken. Ich hab ne Idee. Zetern wir doch noch lauter, damit uns auch jeder hört. Das sagt der Richtige. Wer hat denn hier die größte Klappe? Anatomisch hast du schon recht. Aber ansonsten, schlag dich. Mit Vergnügen, wenn mich das hier rausbringt. Ja, das ist es. Ganz sicher. Eine Funkzentrale. Endlich.
Okay, dann lass uns doch mal. Rocket, wirke deine Magie. Ja, ja, überlass das mir. Das muss das Funkrelais sein. Unser Ticket hier raus. Und, wie lange wird das dauern? Ich brauche deine Hilfe. Sicher. Okay, bleib einfach da stehen. Okay. Perfekt. Warum tun wir so, als hätten wir das in der Zeremonienkammer nicht gesehen? Weil das Versprechen eine fiese Lüge ist. Warum bist du so sicher? Weil ich daran glauben wollte, aber ich wusste, sobald ich aufwache, wird alles weg sein. Was hast du gesehen? Ich bin Groh. Ich sah meine Mom. Sie lebte. Aber da war noch was anderes. Ein Schatten. Ja, genau. Was es auch ist, es benutzt das Mädchen. Wahrscheinlich mit einer ganz eigenen Lüge. Wegen Corell. Ich weiß, sie ist... Mistfuck! Was? Das war volle Absicht. Die Milano ist auf dem Weg. Danke, Kumpel. Okay. Weg hier, bevor die Glaubensbrigade merkt, was wir getan haben. Wo soll denn die Milano andocken? Niedlich, dass du das Wort andocken benutzt. Sie hat keine Hangarfreigabe, also müssen wir kreativ werden. Okay, aber übertreib's nicht. Genau das werden wir tun. Ich habe einen Treffpunkt in der Nähe der Hülle gefunden. Moment, was? Entspann dich, ich weiß, wohin wir müssen. Ich hoffe es doch mal. Okay. Silas, du dummer alter Narr. Wie oft wirst du noch auf Scharlatan hereinfallen? Hoffentlich kommst du bald zur Vernunft. Die Toten bleiben tot, das ist die einzige Konstante im Universum. Achso, hallo Schwester, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe wunderbare Neuigkeiten. Sie ist da. Die Matriarchin in aller ihrer Pracht. Wir müssen nicht länger leiden. Die Schuld, die wir empfanden, seit die Chitauri unser Zuhause zerstörten und uns unsere Eltern genommen haben. Sie kann das wieder gut machen. Sie kann uns von unserer Verzweiflung befreien. Schwester, ich flehe dich an. Wenn es soweit ist, musst du ihr Geschenk akzeptieren. Nimm ihr Versprechen mit offenem Herzen an, dann können wir gemeinsam wieder mit unseren Eltern. Dann kommen wir gemeinsam wieder mit unseren Eltern zusammen. Wir können alle wiederbeleben, die wir verloren haben, und wahrhaftig und ohne Schmerz zusammenleben bis ans Ende der Ewigkeit. Ich weiß, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Gesegnet sei dem Matriarchin. Immer dein Silas. Ja, genau. Da haben wir schon gesehen, dass das nicht so ganz funktioniert. War hier noch was? Okay. Na, hier ist doch bestimmt irgendwas ver... Nicht gerade jetzt, ja? Steckt. Oh, eine Werkbank. Sehr gut. Peter, da ist eine Werkbank, die wir benutzen können. Beeil dich, wenn's sein muss. Diese Drohne jagt uns noch immer. Ja, ja. Dann komm ein. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ziehen wir's durch. In Ordnung. So, wir können den aufgeladenen Schuss machen.
Was, glaube ich, auch gar nicht so schlecht ist. Lebensgefahr ist jetzt die letzte Zeit doch häufiger wieder vorgekommen. Oder schnelleres Schild. Regeneration. Ich glaube, ich nehme mir den Buff. Oder das Ausweichen, dann sind wir die gerade nochmal los. Alles für dich. So. Zwei Drittel haben wir. Ich bezweifle, dass selbst du das kaputt kriegst. Und jetzt nichts wie weg hier, solange wir noch können. Niki, läuft die Zeit davon. Uns auch. Okay. Oh, ein Gabelstapler. Wir müssen hier durch, aber die blöde Glaubenstektür hat keinen Saft. Und wo nehmen wir den her? Wir müssen was finden, was mit diesem Stromport kompatibel ist. Mich zum Beispiel. Ich könnte ihr einen Stromstoß verpassen. Sie läuft mit Glauben. Wenn deine Knarren keinen Glaubenssaft pusten, sind wir geliefert. Okay, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Ja, bleibt eigentlich nur das da hinten, ne? Ich habe hier einen faulen Todesbot. Vielleicht ist in seiner Batterie noch was drin. Versuchen wir es. Okay. Schlaf einfach weiter, Kumpel. Ich werde nur... Nicht ganz cool. Ruhig. Genau. Weißt du, schön was du da bleiben. Tust? Na klar. Batterie im Batteriefach, oder? Wird das funktionieren? Finden wir es raus. Schließ sie an. Das ist doch alles krank. Das sieht gut aus. Jupp. Schlecht. So, ich glaube, wir müssen nochmal zurück tatsächlich. Zur Bergbank. Ah, dann können wir hier hoch. Fast übersehen. Das hier könnte Rocket gefallen. Naja, cool. Ja, wenn wir irgendwann mal wieder auf dem Milano sind, da haben wir, glaube ich, einiges noch zu bereden. So, aber ich dachte, ihr hättet irgendwas... Da blinkt doch was. Drax, kommst du, Mann? Drax? Hallo? Wir reden gleich mit dir. Ich will mich da hinten gerade nochmal umschauen. Da ist doch noch was. Hinweis. Inquisitor Nummer 04684 wurde wegen einer Fehlfunktion zwischen dem Terminal und seiner Batterie vorübergehend deaktiviert. Ich habe einen Wartungsbericht eingereicht, gesegnet seit dem Matriarchen. Cool. So, jetzt Drax. Hey, Drax. Was ist los? Ich habe den Eindruck, dass das alles lediglich ein sehr langer Traum ist. Ist es nicht. Versprochen. Aber wir müssen gehen. In Ordnung. Das? Ich bin Groot. Ja, das ist wirklich unheimlich. Ich habe noch nie gehört, dass ein Schiff so ein Geräusch macht. Nicht mal bei den Chitauri. Ist das Gesang? Eher ein entfernter Sprechchor. Was es auch ist, es sind viele Leute. Ich bin Groot. Wir müssen hier entlang. Leute,
was immer da oben ist. Ihr solltet wissen, dass es niemanden gibt, den ich jetzt liebe. Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für eine Wir-werden-alle-sterben-Ansprache? Das mache ich doch gar nicht. Flark, was immer das ist, es ist echt nah dran. Das ist Flark. Das müssen Millionen sein. Mindestens. Ich bin Groot. Ja, und wie sollen wir ihnen helfen? Wir müssen dafür sorgen, unser eigenes Fell von dieser Todesfalle runterzukriegen. Wir überleben und sorgen dafür, dass Cosmo alles über diesen Albtraum erfährt. Er wird wissen, was zu tun ist. Die Kirche will uns holen. Flark! Können wir diese Barke übernehmen? Wahrscheinlich. Wird aber ein ätzender Hack. Entsichern, Leute! Ich bin überrascht, dass deine Waffe überhaupt eine Sicherung hat. Das stimmt. Okay. Na, hier sind wir allerdings. Hoffentlich ist der Rest von euch genauso bereit wie ich. Halte sie auf, Groot! Wieso geht's da nach unten? Ach. Diese Dinger sind nicht so schnell wie erhofft. Halt das Ding einfach nur in Betrieb! Nicht mehr. Greg, halte sie auf! Keine Gnade! Tief durchatmen, Gamora, wir kriegen das hin! Okay, ja, das läuft. Guck mal, ich kann auch Nahkampf. Nicht jetzt! Und steuern und ballern! Wir sind fertig! Jawohl. Im Krieg würden wir uns jetzt einen Gefangenen nehmen und ihn verhören. Okay, mal sehen, was wir mit diesem Mist anfangen können. Komm schon, komm schon. Bist du sicher, dass du auch? Wenn eine kleine Glaubensbatterie einen Roboter antreiben kann, dann können sie mit der Menge hier ganze Planeten erobern. Und selbst das ist noch Kleinkram. Habt ihr das gehört? Was denn? Da war ein... Alles in Ordnung. Das prallt alles von dem Schild ab. Noch. Was zum Flak? Schild unten! Verdammt! Kopf runter! Ich mach das! Ja. Warum bekämpfen die uns? Weil sie ein irrer Weltraumkult sind? Die Kirche des Schmerzes hält eine Messer ab, ihr Mistlöcher! Richtige! Was ist das alles? Sieht aus wie ein Treibstoffdepot. Flak! Das Ding schmiert ab! Wir müssen diesen Schrotthaufen schnell docken! Okay, hier? Wir brauchen eine neue Barke ohne Löcher. Sie wollen uns festnageln! Ihr Fehler! Hey, ihr Vögel! Stellt euch mal ganz nah zusammen! Zeig deine Äste, Groot! Was zur... Der Coach doppt seine Teammitglieder! Wir sollten die Verbindung irgendwie durchtrennen! Warum bekämpfen sie uns? Sie haben einen Todesgrund! Wanderung! Au, du haust zurück? Und schön? Vorsichtig, Kumpel! Sie haben Heimvorteil! Dieser Gegner ist gut gepanzert! Will, pass auf! Er wird jetzt viel härter zuschlagen! Jemand muss diese Fliege tocken! Gamora, erledige sie! Spürst du das? Schaltet sie schnell aus! Wir müssen runter von diesem Ding! Wir wollen uns hier festsetzen! Ach, Quill, fest mit der Zeit, der Quadratschädel puckt seine Kuppel auf! Dann steckt ihn in einen Gleich, dieser Problem! Lösung! Sieht jemand einen Weg hier raus? Ja, schwer zu sagen. Da bewegt sich zu viel. Hey, dieser Freak lädt die anderen auf. Das ist nicht gut. Halt ihn auf. Wieder mit. Dafür bin ich doch da. Zeig's ihnen, Dre. Das ist dein Ende. Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt. Diesmal trete ich noch nicht ab, kleiner Kumpel. Seht doch, der Elite-Kumpel heilt seine Schuhe. Das ist nicht fair. Bin gleich bei dir, Großer. Leg los, Rocket. Na, ich hasse diese Typen, echt. Meine Güte. Halten viel zu viel aus und lenken zu sehr ab. Na gut. Passt aber, glaube ich, gerade ganz gut. Dann können wir hier einen Folgenstopp machen. Und dann versuchen wir es in der nächsten Folge nochmal. Ich denke, da kriegen wir ein bisschen. Wie gesagt, hat ja nicht mehr viel gefehlt.
Von daher sollte das passen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.